Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Screencasts, das heißt Bildschirmvideos. Und solche Bildschirmvideos, also Bildschirmabfilmen, kannst du mit OBS Studio. Und dieses OBS Studio kannst du dir kostenlos herunterladen von dieser Seite her obsproject.com. Ja, und für was brauchst du solche Screencasts? Du kannst solche Bildschirmaufnahmen sehr gut verwenden für Let's Plays. Das heißt, du filmst deinen Spielfortgang ab. Teilst ihn dann mit anderen, zeigst anderen bestimmte Cheats oder du erzeugst Lernvideos. Und das Tolle ist, das Ganze geht einmal rasch und es geht auch noch kostenlos mit diesem OBS Studio. Man geht zu dieser Seite obsproject.com, wählt sich dann das Betriebssystem aus, Windows, macOS, Linux und so weiter und kann es dann herunterladen und kann es dann auch gleich verwenden. Was bestimmte Probleme vielleicht mit dem Programm betrifft, wenn irgendwas nicht so rund läuft, dann möchte ich am Ende des Videos dann noch drauf eingehen. Aber jetzt geht es einmal darum, dass wir uns ein Video mal erzeugen. Was möchte ich machen? Ich gehe mal da herein. Ich möchte mal ein kurzes Lernvideo machen, wenige Sekunden, wie man sich auf YouTube zurecht. Dafür gehe ich jetzt gleich dann in das Programm hinein. Ich habe jetzt hier das Programm gestartet und das ist, da unten bewegt sich etwas. Das heißt, mein Mikrofon ist aktiv. Das ist das sogenannte Audio Mix unten. Das ist das erste, was sich an dem Programm hoffentlich dann bewegt. Und wenn du das Programm das erste Mal startest oder das später nachholen möchtest, kannst du dann wichtige Einstellungen vornehmen. Du gehst hier oben auf Werkzeuge zu diesem Autokonfigurationsassistenten. Und da wählt man dann aus, wofür das Programm eingestellt werden soll, ob du etwas streamen möchtest. Das kann nämlich hier OBS Studio ebenfalls. Das heißt, du kannst zu YouTube und zu diversen Plattformen live etwas streamen. Das werden wir jetzt aber nicht machen, sondern wir wollen ja einen Bildschirm aufnehmen, einen Screencast und klicken hier auf Weiter. Dann habe ich hier ein paar so Voreinstellungen, die mir dann gezeigt werden. Ich kann das Fenster hier vergrößern, dann sieht man etwas mehr. Und ich habe hier für mich angewählt 3840 mal 2160. Das ist hier die aktuelle Bildschirmauflösung bei einem meiner beiden Monitore. Wenn dein Bildschirm eine geringere Auflösung hat, das heißt nicht UHD, dann könntest du dir etwas anders aussuchen, wie zum Beispiel 1920 mal 1080. Also die meisten Videos, die jetzt gerade auf YouTube heraufgeladen werden, wenn du so ein Lernvideo machen möchtest oder ein Let's Play, laufen eigentlich unter HD 1920 mal 1080. Und das hier würde ich hier dann so beibehalten. Dann klicke ich auf Weiter und kann dann hier nochmal sehen, was ich mir eingestellt habe. Dann klicke ich auf Einstellung übernehmen und habe hier mal die Basic-Einstellungen gemacht. Man kann hier aber noch manuell dann noch einmal nacharbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt auf Datei Einstellungen gehe oder ich gehe da herunten auf Einstellungen auf der rechten Seite, dann komme ich in dieses Menü hinein und ich gehe jetzt nochmal die großen Basics einmal durch, was man einstellen könnte oder sollte. Detaillierte Einstellungen, da kannst du dich auf der Webseite nochmal schlau machen. Ja, bei allgemein Sprache Deutsch, glaube ich, steht für sich. Beim Motiv, da sieht man dann, wie das Programm dann irgendwie erscheinen sollte. Für bessere Lesbarkeit, Dark Standard zum Beispiel, das machen wir dann auch sehr in. Ich belasse bei mir einfach System, ich habe hier ein helles Design eingestellt. Stream muss uns momentan nicht interessieren. Ausgabe dann eher mehr. Da kann man im Prinzip all diese Dinge dann belassen, wie sie sind. Ich kann aber hier dann, ich vergrößere mir das Fenster wieder, dass ich dann etwas mehr sehen kann. Das mache ich immer wieder. Habe ich hier den Aufnahmepfad. Das heißt, ich klicke hier auf Durchsuchen und sehe dann, wo diese ganzen Dateien dann gespeichert werden. Dann könnte mir dann einen bestimmten Ordner dann einstellen. Ich stelle mir jetzt einen bestimmten Ordner mal ein. Ich klicke dazu auf Durchsuchen und wähle mir dann den Ordner. Standardmäßig ist hier Videos Aufzeichnungen eingestellt. Ja, da klicke ich auf Auswählen und das passt soweit. Aufnahmequalität, hohe Qualität, mittelgroße Dateien würde ich fast belassen. Als Aufnahmeformat, da kann man unterschiedliche Dinge einstellen. Ich würde jetzt einmal MKV belassen. Man könnte auch MP4 nehmen. Wenn ich jetzt hier MP4 wähle, kriege ich eine Warnmeldung dargestellt. Ich lasse jetzt einmal MKV und werde dann später meine Videodatei als MP4 dann remuxen, das heißt exportieren. Als MP4 landet das Ganze dann zum Beispiel auf YouTube oder auch kannst du zum Beispiel später auf WhatsApp zum Beispiel weiterleiten. Bei Audio muss ich dann einstellen hier, was ich dementsprechend da möchte. Das hier oben würde ich dann mal beibehalten. Desktop-Audio, das ist im Prinzip das, was den Computer abspielt, jetzt im Hintergrund an YouTube wieder laufen lässt, dann würde man das dann hören. Das wäre das Desktop-Audio, das siehst du da herunten beim Audio-Mixer. Da unten haben wir ein Mikrofon. Ich habe hier mehrere Mikrofone am Laufen. Ich lasse jetzt einmal Standard. Wenn Standard bei dir funktioniert und dass sich unten was bewegt, würde ich Standard belassen. Wenn du merkst, da tut sich nichts, würde ich dementsprechend hier nicht Standard nehmen, sondern einfach ein Mikro, das bei dir da hier angeführt wird. Bei Video
Das haben wir vorhin schon grob eingestellt. Das ist die Auflösung deines Monitors. Dann hier die Ausgabeauflösung, also mit welcher Auflösung sollte das dann in der Datei landen. Hotkeys könntest du bestimmte einstellen und bei erweitert würde ich es im Prinzip so belassen. Jetzt haben wir mal die wichtigsten Einstellungen. Wir fangen immer an hier bei OBS Studio mit den Szenen. Du kannst dir mehrere Szenen einfügen, hier links unten. Und standardmäßig steht dann hier zum Beispiel eine Szene. Ich könnte es auch umbenennen und könnte dann zum Beispiel hinschreiben, klickt dann daneben, es ist bestätigt. Ich könnte dann auch noch einen Vorspann zum Beispiel hinzufügen. Ja, und so weiter. Und auf der rechten Seite kann ich dann die Szenenübergänge einstellen. Es erinnert ein bisschen vielleicht an PowerPoint oder Impress, wo ich dann den Übergang so gestalten kann. Aber wir wollen jetzt ein ganz einfaches Video machen mit einem einzigen Video, das durchläuft. Und zu jeder Szene gehören halt dann entsprechende Medien, die wir da verwenden können. Wenn ich jetzt hier mal draufklicke, auf das Plus, kann ich hier verschiedene Dinge mir festlegen. Ich könnte eine Bildschirmaufnahme wählen. Wenn ich hier Bildschirmaufnahme wählen würde, dann würde man den Namen hier vorschlagen. Klicke mal auf OK. Und in dem Fall habe ich hier den ersten Bildschirm von mir ausgewählt. Ich habe zwei Bildschirme, zwei Monitore gerade laufen. Die könnte ich dann wählen. Also alles, was auf dem einen Monitor ist, würde man dann sehen. Ja. Klicke jetzt einmal auf Abbrechen. Lösche das jetzt hier wieder. Gehe auf Entfernen, ich habe gerade die rechte Maustaste da verwendet. Werde ich gefragt, ob ich es wirklich löschen möchte? Ja. Ich kann jetzt aber auch zum Beispiel nur ein bestimmtes Fenster aufnehmen. Wenn ich jetzt hier auf Plus gehe, kann ich hier zum Beispiel hergehen und könnte Fensteraufnahme auswählen. Dann schreibt er mir hin Fensteraufnahme, du kannst diesen Titel dann verändern, klickst auf OK. Das Fenster, das ich aufnehmen möchte. In dem Fall möchte ich ja das Google Chrome Fenster von vorhin aufnehmen, dann wähle ich mir das jetzt hier dementsprechend dann aus. Klicke dann auf OK und es wird dann in dem Fall mein gesamtes Fenster hier aufgenommen werden. Was ich noch machen kann, ich kann dann zusätzlich zum Beispiel auch ein Bild einfügen. Wenn ich hier auf Plus gehe, dann gehe ich hier auf Bild, belasse das hier, klicke auf OK, suche mir dann das entsprechende Bild. Und das ist da jetzt, wird es mir angezeigt und klicke auf OK. Ist sehr groß und damit sieht man schon, ich sollte es ein bisschen vielleicht in der Größe verändern. Du siehst, es ist hier rot, außen alles markiert. Ich gehe jetzt hier rauf mit der Maus, mit der linken Maustaste, ziehe das Ganze und kannst dann mit der gedrückten linken Maustaste dann auch verschieben. Das heißt, ich könnte ein Bild damit hereinnehmen, das permanent dann immer dabei ist. Hier ein schöner Kaiserschmarrn von der Alm in Hafling. Und da stört mich vielleicht der rechte Rand hier. Und da möchte ich jetzt zeigen, wie man das machen kann, wie man das beschneiden kann. Wenn du nämlich die Alt-Taste gedrückt hast und du fährst hier draußen rechts hin, kannst du es zum Beispiel dann, wenn du da das an den Anfasser nimmst, dann zuschneiden. Es verändert sich grün, du siehst das, und habe das hier so zugeschnitten. Wenn ich das jetzt hier hergeben würde und die Shift-Taste drücke, also nicht die Alt, sondern die Shift-Taste, dann könnte ich das hier in der Länge dann zum Beispiel, könnte es dann auch spiegeln, je nachdem, könnte das dann so verzehren. Ob das jetzt günstig ist, sei jetzt mal dahingestellt. Besser ist wahrscheinlich das Beschneiden. Wenn ich zur Erläuterung einen Text dazugeben will, suche ich mir hier aus Text GDI. Schreibe dann hier das als Text, als Beispiel hin. Und ich könnte dann hinschreiben, zum Beispiel, und kann dann dieses Bild, das da hier oben ist, man sieht das hier, es ist jetzt weiß hinterlegt. Ich könnte dann auch nochmal hergehen, rechte Maustaste, könnte ich dann auch das Ganze nochmal bearbeiten. Ich gehe auf Eigenschaften und kann dann hier eine andere Schriftfarbe zum Beispiel einstellen. Ich gehe auf Farbe auswählen, wähle mir dann zum Beispiel Orange aus. Ja. Das sind dementsprechend dann Orange und könnte das dann hier zum Beispiel einfügen. Last but not least gibt es noch was Cooles. Ich kann nämlich auch ein Videoaufnahmegerät noch hinzufügen. Ich klicke jetzt hier und gehe dann auf Videoaufnahmegerät, belasse jetzt mal den Titel so, gehe auf OK und ich habe hier gerade meine Videocam herinnen, habe auf OK gedrückt und dann kannst du hier zum Beispiel dann parallel einblenden. Ich werde das jetzt aber hier entfernen, rechte Maustaste und suche mir entfernen, habe hier entfernen, ja, und schon bin ich nicht mehr im Bild zu sehen. Starten kann ich die Aufnahme, indem ich hier rechts unten hingehe, ja. Da wird die Aufnahme dann gestartet.
Beendet wird sie dann auch wieder an dieser Stelle, das werden wir gleich sehen. Gleich vorweg eine Warnung, bitte nicht beenden hier jetzt drücken, denn beenden würde dann bedeuten, dass Ihr OBS dann heruntergefahren wird, dass es wirklich zur Gänze ausgeschaltet wird. Ich kann jetzt hier auf Aufnahme starten gehen und gehe dann gleich in das andere Fenster und schaue mir dann an, was ich da eben aufnehme. Hier sieht man einen Videokanal und wenn man sich die Playlists anschauen möchte, klickt man dann hier drauf und wählt sich dann die entsprechende Playlist dann aus. Jetzt gehe ich dann wieder ins Programm zurück, klicke hier auf rechts Pause zum Beispiel. Je nachdem, wie ich da Pause drücke oder nicht, wird das eben dann pausiert. Und wenn ich auf Aufnahme stoppen klicke, ist die Aufnahme dann schon auch gespeichert worden. Wenn ich mir diese Aufnahme dann anschauen möchte, muss ich im Prinzip nichts anderes machen dann, als hierher zu gehen auf Datei, Aufnahmen anzeigen. Es geht dann dementsprechend das Fenster auf. Ich ziehe es mir jetzt mal von meinem zweiten Monitor her. Und das wäre das jetzt hier, dieses Video. Ich starte jetzt kurz einmal. Hier sieht man einen Videokanal und wenn man sich die Playlists anschaut, also siehst du, wenn ich in diesem Fenster gelandet bin, man dann hier drauf und wählt sich dann die entsprechende das hier war dann meine Playlist Aufnahme, die ich dann hier dementsprechend dann gemacht habe. Ich habe das jetzt hier als MKV, wenn ich das als MP4 möchte, was ich eben leichter teilen kann auf YouTube und so weiter, dann gehe ich nochmal zurück in das Programm und habe dann hier die Möglichkeit, da hier oben auf Datei F zu gehen und Aufnahme remuxen zu verwenden. Da wähle ich mir dann entsprechend die Aufnahme aus, die ich remuxen möchte. Das war jetzt in dem Fall diese hier. Ja, klick auf Öffnen. Wird mir dann schon gesagt, wie der Dateiname dann heißen wird. Das hier haben wir dann eine MP4-Datei. Ich klicke auf Remuxen und die Aufnahme ist remuxed und ich schaue wieder in das Verzeichnis dann hinein. Das kann ich ja ganz einfach machen, wenn ich hier wieder auf Datei Aufnahme anzeigen gehe, dann habe ich jetzt hier dasselbe noch einmal als MP4-Datei. Aufnahme begonnen, das kann ich da hier arbeiten, also zum Beispiel jetzt hier sieht man, und da habe ich dann zurück, schon diese Datei, die hier, kannst dementsprechend laut oder leiser stellen und könnte diese Videodatei dann auch weitergeben. Wenn du jetzt mit dem fertigen Video noch nicht zufrieden bist und vielleicht einen Teil wegschneiden möchtest oder noch Texte einfügen möchtest, was auch immer, empfehle ich dir das ebenfalls kostenlose Programm Shotcut für Einsteigerinnen. Ich habe hier eine Playlist schon gemacht, wo ich dann genau erkläre, Schritt für Schritt, wie man mit diesen Videos in Shotcut arbeiten kann. Gibt es auch wieder für Windows, macOS und Linux. Und da kannst du deinen Videos wirklich dann den letzten Schliff dann geben. Für weitere Infos zu OBS Studio gibt es hier dann diese Webseite natürlich, wo du gezielte Anleitungen dann noch findest. Wenn du Probleme hast, und das könnte der Fall sein, wenn du mit Mac arbeitest, musst du nämlich ein zusätzliches quasi Plugin da noch installieren. Ja. Und wenn du das gemacht hast, kannst du auch sehr gut dann Audios aufnehmen beim Mac. Das wäre so mein Tipp, den ich dir jetzt empfehlen möchte. Und wenn du Probleme haben solltest auf dem Laptop, wenn du da ein wiederbasierte Laptops hast, dann kannst du ebenfalls hier dann nachschauen und findest dann hoffentlich eine Lösung. Ja, ich hoffe, dass ich dir gut zeigen konnte, wie du Screencasts, das heißt Videoaufnahmen von deinem Bildschirm machen kannst, für Lernvideos, Let's Plays oder was auch immer du da gerne machen möchtest. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zum nächsten Video. Danke für deine Aufmerksamkeit.